Hallo zusammen. Ich stelle euch hier ein Messer vor, was ich schon ein bisschen länger habe. So Preisbereich 45 bis 50 Euro. Das ist das Condor Bushlore. Zum einen hat es schon mal eine wirklich sehr schöne Lederscheide. Hier ist das Kondorzeichen eingeprägt im Leder. Ist doppelt gestochen. Sehr schön verarbeitet. Und dieser Gürtel, diese Gürtelaufnahme, da passt also wirklich jeder Gürtel rein. Sehr schön gearbeitet, wirklich. Echt Leder. So, zum Messer selbst. Das Walnussgriff. Der Stahl ist ein 1075er Kohlenstoffstahl. Hier ist eingeprägt das Zeichen von Condor und El Salvador, wo es hergestellt wird. Ich werde es mal wiegen. Das Messer selbst wiegt 155 Gramm, ist also nicht allzu schwer. Und die Scheide, mit der Scheide dazu, 221 Gramm. Und die Scheide 66 Gramm. Es hat ein keinen sehr steilen skandinavischen Anschliff, ist von Werk aus extrem scharf, muss man sehr aufpassen. Und der Griff ist 12,5 cm und somit ergibt sich 23,5 cm Gesamtlänge. Der Griff ist wirklich gut gearbeitet, nicht ganz synchron, also nicht spiegelbildlich gearbeitet. Das lässt aber auch darauf hin schließen, dass es handgearbeitet ist. Oh, ich hoffe, man kann das so sehen. Hier unten ist er ein bisschen flacher als hier auf der Seite. Ist also keine maschinelle Herstellung. Das sieht man auch am Anschliff. Wirklich sehr stabiles Messer. Kam, also da ist schon was länger ab. Ich habe es noch nicht nachgeschliffen. Nach der letzten Aktion kam wirklich extrem scharf. Ist die Seite von der Klinge hier matt. Ich nehme an, das ist wohl Sand gestrahlt. Und hier ist es, ist das Finish eher so wie, kann man auch schon sehen, dass ich das schon ein bisschen in Benutzung hatte. Das war es jetzt noch nicht so ganz. Ach, übrigens, dieser Fangriemen, der nimmt die Öse für den Fangriemen, nimmt genau eine ein Fallschirmseil auf. Aber ich bin kein großer Fan von vom Lanyards oder so. Hier übrigens, diese Übergänge sind nicht immer hundertprozentig richtig gemacht. Das werde ich wohl mal irgendwann mal nacharbeiten, wenn ich die Zeit dazu habe. Hier unten ist es genau richtig. Ist also ein Full-Tang-Messer. Sollte einem der Griff also mal kaputt gehen, lässt er sich auch sehr einfach nachproduzieren.
So, das war es jetzt aber noch nicht ganz. Denn jetzt werde ich damit rausgehen. Und so die typischen Arbeiten, die man im Wald damit macht, euch zeigen. Unter anderem auch das von mir etwas, ja, gehasste Beton. Gut, gehen wir raus. So. Oh. Titten sind ja Schafe. Und eine Ziege. Mäh. Mäh. Ordentlich. Wir sind hier oberhalb von Mülheim-Kärlich. Da hinten ist das stillgelegte Atomkraftwerk. War, glaube ich, nicht ernsthaft einen Tag am Strom. Ja, und irgendwie sieht das nicht so wirklich rauschend aus heute. So von Sonne können wir heute nicht reden. Weiter unten, da habe ich ein bisschen was für uns entdeckt. Und da will ich jetzt das Kondor Buschlor